the sea. The teddy bear are here to play. If you don't come play with us. Servus beieinander, ich bin's der Badwood und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil HD. Und ich finde es schön, wenn ihr mich weiterhin durch das Herrenhaus begleitet. Wie ich im letzten Part versprochen habe, bin ich jetzt nochmal ein Stockwerk nach oben und habe diese Hundepfeife geholt. Da lag auch ein Zettel dabei oder eine Akte. Ich hoffe, wir können diese nochmal anschauen. Und zwar dieses zerknüllte Memo, auf dem stand zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa dem bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolleman. Also, wir haben da so eine Art Tür gesehen. Deswegen werde ich mit dieser Hundepfeife losstarten jetzt mal. Und es hieß im ersten Obergeschoss. Allerdings haben wir aber auch noch ein paar Türen, wo der Schwertschlüssel passen würde. Aber irgendwie packt mich gerade die Neugier. Und wir gehen jetzt auch noch mal hier lang. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen. Wir gehen den trotzdem nochmal hindurch. Noch ist er nicht auseinandergefallen. Und wir kommen ja von oben jetzt nochmal rein, also vom ersten Obergeschoss. Au, und ich sehe ja gerade, hier geht es sogar weiter. Dann werde ich erstmal... Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Ob wir da irgendwas machen können, ist die andere Sache. Ich glaube nur mal nicht. Brauchen sie jetzt nicht. Und die Hundepfeife kann ich auch nicht verwenden. Blöd, dass man es überhaupt versucht hat. Verschlossen. Das Wappen des Spencers in den Türgriff eingraviert. Es kann natürlich sein, dass wir hier... Hier müssen wir wahrscheinlich auch irgendwas... Oh, wow. Da kam auf einmal einer weg. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und der ist auch gar nicht so leicht wie die davor. Und wir kommen gerade aber auch nicht an ihm rum vorbei. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, das Blut kommt links und rechts zur Seite raus. Damit haben wir ihn. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass es hier einmal ums Eck umgeht, wenn ich ehrlich bin. Ja, 8 Schuss haben wir immer noch. Das ist okay. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Also in dem Teil des Hauses scheint nur das Rüstungssymbol, also ein Schlüssel mit Rüstungssymbol zu wirken. Und hier finde ich es jetzt fast ein Ticken zu dunkel und möchte hier gar nicht durchgehen. Aber man kommt raus. Also wir sehen jetzt schon, wir haben sehr viel noch zu erkunden. Aber das dürfte bei dem Spiel nichts ausmachen. Also wie gesagt, ich freue mich. Wie gesagt, das war, da jetzt schon die Story bekannt ist, damals war es wirklich gesagt was Großes. Und mir macht es einfach wieder Spaß, dieses Spiel zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Resident Evil 1 war, wie gesagt, eines meiner ersten Horrorspiele. Und da kommt auf einmal ein... Und? Ja. Oh, nicht treffen. Können wir ihn auch erdolchen? Anscheinend nicht. Au, au, au. Okay, die Hunde sind nicht leicht. Ist er weg? Okay, wir haben ihn. Huh. Wir sind immer noch gesund. Also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Aber wir werden gleich nachladen, weil das ist mir gerade ein bisschen zu unsicher. Wow. Ich glaube, an die Szene hier kann ich mich sogar erinnern. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Könnt ihr der Verfluchte, sagt der Sarg sein, den wir vorhin bei den Steinstatuen gesehen haben, oder in den, von den letzten Folgen in den, bei den Steinstatuen gesehen haben, der Sarg, wo ich dachte, der kommt von oben runter.
Ich glaube, das war auch nur hier ein Engel, dem ich jetzt auch nichts irgendwie machen kann. Die Einfügung, die Tür. Also mehr ist hier auf der Seite nicht. Gut. Also ich kann mir vorstellen, wo wir dafür das Ganze finden. Ich weiß noch nicht, wie der Sarg runterkommt. Ich glaube, der Sarg wird wieder was mit den Masken dann zu tun haben, die wir gesehen haben. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur zurückgehen. Und uns mal im ersten Obergeschoss umschauen, ob wir diesen Hund finden. Jetzt weiß ich nicht, irgendwo hatten wir hier eine Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Vorher, da hatten wir noch nicht so einen kleinen Schlüssel, wie wir jetzt gerade bei uns tragen. Nein, da konnten wir nur das Gewehr holen, was wir natürlich jetzt nicht holen können, weil wir schon wieder voll sind. Ich weiß auch nicht, ob wir das schon holen können. Ich glaube, wir brauchen irgendein Gegengewicht, das wir dann auf dahin legen können, wo jetzt eben das Gewehr ist. Also so Indiana Jones mäßig eben. Okay, das war jetzt der Gang. Dann war da hier jetzt gleich die Tür. Ne, wo war denn die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben? Da waren wir auch. Also das war das Bad. Da war auch sein Schlüssel drin. Alten Schlüssel aufschließen. Ja, und wir verwenden den alten Schlüssel auch. Wir hatten ja nochmal so einen alten Schlüssel. Das war aber der, glaube ich, der in der Badewanne lag. Also wir könnten gleich wieder einen mitnehmen. Oh, ich habe schon wieder einen Hund. Ah, okay, der ist hier hinter. Aber das ist auch nicht der Hund, den wir suchen, hoffe ich. Hier ist Chemikalie, die nehmen wir erstmal nicht mit. Nochmal Kerosin. Noch Kerosin da. Ich will jetzt, wie gesagt, ich will nichts verbauen. Also das ist schwer, was wir hier mitnehmen. Ich sehe hier aber auch leider auch noch kein Feuer oder irgendwas. Feuerzeug oder so. Also hier können wir erstmal nichts machen. Könnten aber auch natürlich hier außen nur die Hunde sein, die uns im Intro angegriffen haben. Aber wir sehen schon mal, mit der Tür hier können wir nicht viel machen. Die Frage ist, ob wir jetzt gleich den Schlüssel hier mitnehmen sollen. Oder ob wir den Slot uns für was Wichtiges aufheben sollen, was wir vielleicht jetzt noch finden. Das ist eben die große Frage. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal. Bis wir wieder an so eine Tür vorbeikommen, die wir einfach nicht so einfach aufkriegen, dann wissen wir ja, der Schlüssel liegt in unserem Geschoss. Oder im Erdgeschoss, sagen wir mal besser so. Die Frage ist, ob mir die Karte da auch die Schlüssel anzeigt. Nee, Schreibmaschine und Inventar zeigt er mir leider nur an. Das ist natürlich komisch, aber ich sehe gerade dahinter auch, aber da. Jetzt habe ich es wieder vergeigt hier. Wo sind wir denn da? Schreibmaschineninventar, so, das sind die Treppen, die wir auch schon nach oben gegangen sind. Gut. Ein bisschen räumliche Orientierung sollte man hier bei dem Spiel mitnehmen. Oder haben, weil sonst hat man kein Problem. Das hat man hier, glaube ich, doch ein kleines Problem, weil dauernd auf die Karte schauen macht wirklich nicht auch. Oder macht nicht wirklich Sinn. Und. Wow, das war die Szene, die meinte ich. Der Hund kam mir fast schon ein bisschen zu schnell raus. Ich hab's im Original. Wow! Oh, da hat uns jetzt sogar der Dolch weitergeholfen. Was für eine starke Szene. Wow. Also ich bin mir nicht sicher, wenn wir den Dolch nicht gehabt hätten, ob wir jetzt überhaupt noch leben würden oder ob uns der Hund direkt die Kehle durchgebissen hätte. Ich muss sagen, so langweilig der Sprung durch das Fenster auch war, der war im Original um einiges besser. Aber vielleicht, weil man noch weniger damit gerechnet hat. Gleich mal wieder hier was nehmen. Also die Hunde erwischen uns nicht wirklich stark. Gut, wir haben jetzt den Hund jedes Mal noch abwehren können irgendwie. Und der auf uns drauf war, da hatten wir zum Glück den Dolch. Ich glaube aber, wenn wir den Dolch jetzt nicht gehabt hätten, dann wäre das vorbei gewesen, das Ganze. Und man hätte uns einfach direkt die Kehle durchgebissen. Mit einem Sprung. Okay, also hier kommen wir jetzt erstmal schon mal nicht weiter. Jetzt
werden wir doch mal ins erste Obergeschoss schauen. Wir dort, ganz ehrlich, ich bin aber jetzt schon genug von Hunden. Jetzt holen wir erstmal die Tür hier drüben. Vielleicht ist das auch mit dem. Nein, das ist ein Helmsymbol. Okay. Erstes Obergeschoss nur wo? Also hier draußen schon mal nicht. Ist ja noch nicht das erste Obergeschoss. Auf dem Balkon. Das heißt, wir müssen jetzt aber auch irgendwie auf einen Balkon kommen. Und die Frage ist, ist das der Balkon? Aber das sieht nicht danach aus. Also ich hätte jetzt eher gedacht, wir kommen hier durch. Ah, sieht man, hier scheinen die Leute lebendig. Das Gemälde da drüben ist ja abgefranst. Das haben wir ja schon gehört. Also nicht mehr so frisch. Also ich hätte gedacht, das ist jetzt der Balkon. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Okay, Rüstung. Da kommen wir her. Beziehungsweise können wir auch hoch. Das der Raum. Ich würde dann doch lieber unten versuchen. Also der ist es nicht, glaube ich, mit dem Balkon dann. Also bezweifle ich dann mal. Weswegen wir jetzt auf diese Seite gehen werden. Ich weiß, wir sind oben rum zwar schon gegangen, aber ob das ganz so korrekt war, weiß ich nicht. Beziehungsweise da haben wir noch einiges übersehen. Hier wäre jetzt nochmal die Schreibmaschine. Aber noch würde ich sagen, haben wir ein bisschen Zeit. Schauen wir uns mal das Wappen an. Können Sie ja, glaube ich, danach wieder reinstecken. Wir schauen es uns nur mal an. Also wie gesagt, das ist einfach so ein ganz abgenutzt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich nehme das Wappen mit, speichere hier und probiere einfach oben aus den Schlüssel aus der Fuge zu kriegen. Oder ich schaue mich noch ein bisschen mit dem Schwertschlüssel um. Also ich glaube, ich werde mich nochmal mit dem Schwertschlüssel umschauen. Und das hier nochmal einfügen, solange, bevor ich oben das mit dem Schlüssel riskiere. Weil irgendwas kommt da oben rein, wo der Schlüssel ist. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach einen anderen Schlüssel einfügen muss. Oh, da wäre wieder einer. Die Frage ist, ob ich leichter umziehen kann. Oh! Anscheinend. Ich wollte gerade sagen, ob ich wahrscheinlich leicht nach oben zielen kann, um den Kopf auf einmal zu treffen. Das hat hier zum Glück geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ein bisschen Glück gehört auch mal dazu bei Resident Evil. Weshalb wir eigentlich bisher gut durchkommen. Aber wir sind noch nicht wirklich weit. Also wir sind noch nicht wirklich in einem schweren Teil angelangt. Also da gibt es ganz andere Gegner. Zitat Riesenschlange. Ah, hier passt er noch. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich würde mich gerne vom Kellern fernhalten. Klar, oben rum waren jetzt mehr Zombies wie in einem Keller bisher. Okay, was sind wir denn hier? Okay. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht bei der Evil Within sind, weil da wird jetzt ein Typ mit einem Quadratschädel und einem Hammer ums Eck kommen. Da haben wir wieder so einen komischen Schlüssel. Wir lassen ihn mal. Wie gesagt, diese Schlüssel lassen wir, bevor wir nicht wirklich wissen, wie wir gehen sollen oder wo wir sie brauchen können. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Ich möchte auch nicht wissen, woher. Ach, wir haben einen Dolch gefunden und irgendwie befürchte ich. Nein, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht. Okay. Und nochmal. Die Frage ist natürlich, ob das die Zombies sind, die irgendwie verwandelt wieder hier auftauchen. Von Maden. Okay, hier murmelt es überall von Maden. Also, gegessen wurde in der Küche schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich gerade aus der Kameraperspektive ein Magazin gesehen, das wir immer gebrauchen können. Sehr schön. Da liegt auch wieder eine Leiche. Das macht mich jetzt gerade ehrlich gesagt hier ein bisschen nervös, diese ganzen Leichen. Und der Strom fehlt hier. Okay, dann kommen wir hier schon mal auch nicht weiter. So, irgendwas fehlt uns noch. Und ich denke mal, die Zombies hier stehen auch erst auf, wenn das für das Spiel von Nutzen sein wird. Aber hier ist jetzt nichts. Die Tür da vorne war von der anderen Seite verschlossen.
Okay. Jetzt haben wir so ein leichtes Problem hier. Irgendwie erwische ich den Zombie nicht am... Wow, jetzt haben wir echt ein Problem. Wahrscheinlich lebt der da hinten jetzt auch. 7 Schuss. Also damit sollten wir uns vielleicht noch verteidigen können. Die Frage ist nur, wo sind die Zombies? Das war wieder eine 10, an die konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nicht schon zu viel Munition verbrauche, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das war's mit den zwei hier. Nein, der steht nochmal auf. Warten wir, bis das Blut links und rechts kommt, aber ich glaube, wir haben ihn, ja. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass unser Freund hier ums Eck... Nee, der ist nicht aktiv. Okay. Die Frage ist jetzt, was uns das sagen sollte. Dass da jetzt ein Zombie herkam. Also die Forscher hat uns nicht irgendwas hier in dem Raum offenbart. Wir kamen nur nicht durch diese Tür hier durch. Okay, also der Raum hat uns nicht wirklich viel gebracht. Schade eigentlich. Da liegt unser noch unser Partner Kenneth. Ja, und uns bleibt jetzt wieder nichts anderes möglich, nach dieser kleinen actionreichen Szene zu speichern und erstmal hier Schluss zu machen wieder. Aber wir kämpfen uns bestimmt das nächste Mal durch. Ich glaube, das nächste Mal werden wir gleich die Sache auch mit dem Wappen ausprobieren, weil wir dann eh in diese Richtung gehen und das wirklich noch eine einzige Idee ist gerade, wie es hier weitergeht. Also ich komme jetzt doch schon an die Grenzen. Ah, ich habe natürlich das Farbband auf der anderen Seite vergessen. Das war natürlich jetzt sehr doof. Aber wie gesagt, ich will euch jetzt wieder nicht langweilen. Ich werde mir mein Farbband besorgen. Hier dann speichern. Aber ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir werden hier gleich dann wieder weiter starten. Und wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich bitte um Kommentare, was ich besser machen kann. Denn nur so werden die Let's Plays besser. Und somit wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.